Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Ja, wir haben letztes Mal damit aufgehört, dass ich gesagt habe, dass ich jetzt erstmal noch ein bisschen Krempel hier zusammenbaue. Das habe ich gemacht. Ich habe ein paar Computerchips gebaut, die wir dann mit nach unten nehmen werden. Und weil wir die Materialien ja jetzt auch dafür haben, werden wir noch für unseren Krebs, den wir unten stehen haben, einmal noch den coolen Kanonenarm bauen. Und ich habe mich entschlossen, den Wirbeltorpedo zweimal zu bauen. Dafür opfere ich zwei Magnetit. Ich hoffe, es lohnt sich. Und ich habe beschlossen, dass ich auch von den Säure-Torpedos welche bauen werde. Da geht mir jetzt allerdings gerade das Titan aus. Halb so schlimm. Wir haben ja noch ein bisschen was. Und das nehmen wir aber alles mit nach unten. Passt das auch noch? Ja, also ich brauche noch... Was habe ich gerade? 1, 2, 3 Titan. Bauen wir noch ein paar Säure-Torpedos und dann... Ja, keine Ahnung. Ob die gegen die Levi-Sonnen was bringen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ne, haben ist besser als brauchen, wisst ihr ja. Zack. Und zack. So, dann sollten wir das alles haben. Das ist ganz wundervoll. Und weil wir das jetzt alles nicht mehr brauchen, oder zumindest vorerst nicht mehr brauchen. Ah, dieses Oberfenster, das ist echt ein bisschen nervig. So, das brauchen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. So, das Seebahn-Zugkraftmodul. Da hätte ich jetzt tatsächlich gerne noch eins von gehabt, weil wir haben immer noch einen Slot frei in unserer Seebahn, aber... Ja, weiß ich nicht. Tiefmodul, Perimeter, bla bla, Hopperschnisch. Für den... Genau, hier gab es zum Beispiel noch Krebswärmereaktor. Lädt Energiezellen in heißer Umgebung wieder auf, nicht stapelbar. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, dass wir das brauchen. Also ja, da unten stehen ein paar Hot Smokers rum, aber... Ob wir das unbedingt brauchen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Na ja, gut, komm. Punyalidin und zweimal Kyanid und ein Kabelsatz. Wir bauen das einfach mal als Notfallkit oder was, ich habe keine Ahnung. Dann haben wir auf jeden Fall auch mal das Kyanid für irgendwas benutzt. So. Polyanilin, was war das nochmal? Salzsäure und, jetzt muss ich gucken hier, Chemikalien. Ich gucke da gleich erstmal nach, Moment. Schnell man das doch bereut, dass man gesagt hat, ich guck da nochmal schnell nach. Salzsäure, brauchen wir 6 Hüllen, Knospen, hast du nicht gesehen, irgendwas von. Die haben wir natürlich hier draußen stehen. Ich hoffe, ich habe nachgepflanzt. Eine fehlt. Nix. Wie sieht's aus? Haben wir noch ein bisschen was? Da geht noch was. So, wo sind die? 1, 2, 3, 6, habe ich jetzt noch. Genau, und dann können wir noch eins zerschnippeln hier. Oh. Wie viele sind da jetzt rausgefallen? 2. Da waren also nur noch 2 drin, okay. Sind das jetzt? Fehlt immer noch einer. Grandios. Grandios! So, dann haben wir jetzt 6 Stück. Was soll jetzt? Wir brauchen jetzt aber ein bisschen. Fischen. Was ist denn? NHCl, nicht HCl. Chlorid, NHCl, Natrium. Ja, Salzsäure halt. Wir bauen. Salzsäure. Nochmal Salzsäure. Und für das Polyanilin brauchen wir jetzt noch Gold. Ah, Gold könnte auch langsam knapp werden. Okay, wir haben kein Gold mehr. Schade. Dafür, dass wir hier mal in Gold gebadet sind, quasi. Ja. Nicht so gut. Schade, schade. Kann halt nicht immer alles funktionieren. So. Wir sind hierher gekommen, weil wir was bauen wollten, nicht wahr? Wir wollten... Genau, Kabelsatz brauchen wir auf jeden Fall auch noch.
Da ist nichts mehr drin. Gerade jetzt hat er doch 3 genommen. Super Sache. Kabelsatz. Kabelsatz. So, und dann wollten wir jetzt bauen, da hinten, hier, das Erweiterungsmodul für den Krebs. Ich meine, da müssten wir jetzt alles dabei haben. Für den Krebs. So. Machen wir. Nehmen wir auch mit. Alles ganz wunderbarst. So. Haben wir. Mach mal das Messer weg, Mädel. So, ein bisschen Silber. Haben wir unten Silber gefunden? Weiß es nicht. Das nehme ich jetzt einfach mal alles mit. Hier, das, die Funzeln hier weiß ich jetzt gerade gar nicht. Broke wie dat. Egal, wir haben jetzt 4 Computerchips mit weg. Das sollte eigentlich erstmal reichen, finde ich. Ich kann ja für den Fall der Fälle nochmal 4 von den Dingern mitnehmen. Und dann sollte aber auch langsam mal gut sein. Und da müssen wir gucken, dass wir uns hier eben nochmal einmal vollstopfen. Aha, guck, hier fehlt auch schon wieder irgendwas. 2 fehlen da hinten sogar. Das ist ja nicht so schön. So, dann müssen wir hier doch nochmal zerschnippeln. Eine. Noch eine. Hallo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fehlt schon wieder eine. Ja gut, ist er jetzt halt so. Den nehmen wir mit auf Reise. Hatte ich jetzt noch irgendetwas gesagt, was wir brauchen? So eine Beatbox hätte ich unten ganz gerne auch nochmal. Was kostet denn, was ist denn die Beatbox? Zack. Quarz und ja, gut, okay, das haben wir auch unten stehen. Das ist Kasper, genau, das brauchen wir nicht. Wir nehmen dann jetzt genug zu essen mit, wir trinken mit. Wir haben oben uns ein wunderschönes Klo hingebaut, total super Sache. Hier haben wir ein paar neue Fischchen gefunden. Haben wir hier im Kühlschrank noch was Wichtiges drin? Oh, lecker. Ja, so einen Kühlschrank hätte ich unten auch gerne noch, fällt mir gerade mal ein. Und der Kühlschrank, ja, ein Fridge, Glas und Titan kriegen wir unten auch locker zusammen. Okay, dann würde ich sagen, können wir, glaube ich, los. Ne? Mehr brauchen wir dann jetzt unten nicht weg. Kyanit haben wir da unten zuhauf und in Massen. Lithium haben wir da auch gefunden. Na. Einsteigen. Wir wollen jetzt auch gar nicht so lange hier oben rumdüllen. Die ganze Zeit. So. Red Crystals. Rug Levy Down. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, machen wir uns mal auf Beige. Ah! Meine Fresse. Ich meine, ich weiß, das ist natürlich fast schon wieder ein bisschen komplizierter als der Weg hin. Wir kommen dann auf der anderen Seite raus. Ja gut, aber ist dann jetzt halt so. Also da habe ich jetzt nicht so die großen Schmerzen mit. Na. Gurgelblubber. So. Ja, 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 ja. So, hier am Wrack müssen wir noch. Die Geräuschkulisse ist schon geil. Vor allem, wenn man nicht nach hinten gucken kann, ey. So, dann geht's zur Höhle. So, jetzt muss ich selber hier auch nochmal gucken. Ich meine, es geht jetzt hier rum und dann schlängelt es sich jetzt hier so langsam nach unten, gell? Okay? Ja, genau. Hier sind wir Levi das erste Mal begegnet. Warte, wo war es? Nicht hier, sondern hier noch ein bisschen runter. Aha, hallo, Seekobold. Ne, Moment, jetzt sind wir falsch. Warte, das ist falsch hier. Das ist nicht richtig. Au. Hier, das ist richtig, genau. Und hier liegt auch noch ein Rubin in der Gegend rum. Da bin ich mir eigentlich fast sicher, dass ich den haben möchte.
noch irgend so ein hab ich das beim ersten Mal gesehen? Da haben wir, glaube ich, einen Ionen-Dingsbums von runtergeholt, ne? So einen Ionenwürfel. Glaube ich. Na gut, aber ein Hinweis darauf, dass es hier unten in irgendeiner Form weitergeht, was das angeht. Nicht vergessen, den Perimeter zu aktivieren. Unseren Elektroschocker. Und hier gibt es dann noch die Wickelpilze, die ich ewig und drei Tage gesucht habe. Und ne, das ist falsch hier. Das ist ja die Levi-Höhle. Das ist doch Blödsinn, oder? Das ist jetzt hier an der Seite noch weiter. Alter Schwede, mal ein paar Folgen nicht hier gewesen. Finde mich überhaupt nicht mehr zurecht. Ne, hier geht's jetzt nach unten. Und dann kommen gleich die ersten großen Kristallfunken. Ja, nein. An den kann ich mich ja gar nicht erinnern. So ein Riesenblob hier. Ach du Scheiße. Ist das da unten? Ach, das ist auch nur so ein Blob. Okay. Dum, 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 dum. Hier sind sie. Die ersten großen Kristallformationen. Hier müsste doch jetzt auch, genau, Levi. Hier ist das Ding. Steht den Weg, hätte ich ganz anders in Erinnerung gehabt, aber okay. Und hier jetzt wieder dieses seltsame, dass die Kristalle so ein bisschen schräg stehen. Na egal. Oh, wir sind gar nicht voll repariert. So möchte ich da jetzt, glaube ich, eher nicht rein. Warte. Machen wir mal kurz zurück. Das kommt ja nicht so geil. Wieso bin ich so kaputt? Ach, voll repariert. Voll aufgeladen, voll repariert. Vielleicht zwischendurch einer von den Jungs erwischt. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Muss ich mir die Folge nochmal angucken. Mal reinschauen. Da scheint mich ja jemand erwischt zu haben. Mit 73% fahre ich ja so lange gar nicht durch die Gegend. Das wäre mir aufgefallen. Schon viel früher. Das müssen wir. Grobe Orientierung. Wo ist die Base? Muss ja unter uns sein irgendwo. Ja. Also hier noch ums Knuffchen. Ja, ich hatte letztes Mal gesagt, glaube ich, wir machen das zügig und straight an den vorbei. Aber irgendwie, da ist er noch. Da ist er. Jetzt will er uns zu Leibe rücken, würde ich mal behaupten. Wir sehen einfach zu, dass wir hier so schnell wie möglich noch vorbeikommen. Wir haben ja auch noch hier den krassen Speedboost, der fällt mir gerade mal ein. Den haben wir letztes Mal auch überhaupt nicht benutzt. Wäre vielleicht gar nicht so dumm gewesen. So, da sind wir wieder zu Hause, also bei dem anderen Zuhause. Ja, gut, hier packen wir jetzt erstmal ein kleines bisschen aus. Ja gut, wir könnten uns wieder aufladen lassen. Und bevor wir das vergessen... Welcome aboard, Captain. Kann ich nicht mal Deutsch lernen, Mama? Auch die hier keine deutsche Sprachversion gemacht haben, verstehe ich überhaupt nicht. Das ist ja nun echt kein Billigspiel. Alter, wie sieht das denn aus? Rosa Metallic oder... Boah, alter Schwede, das ist 80er Jahre Augenkrebs. So, wir... das wollen wir mit haben. Die sollen rein. Okay, warte mal. Davon nehmen wir mal nur zwei mit. Und davon nehmen wir nur mal vier mit. Brauchen wir das? Ich weiß das nicht. Wir haben sie jetzt dabei. Dann können wir mal ein bisschen dagegen rumschießen. Ist auch schön. So, und hier... Ab dafür. Oh, ist das schön. Das leise Wummern eines Atomreaktors. Das ist ein kleiner Traum. Jetzt habe ich noch anderen Krimskrams dabei. Da würde ich dann, glaube ich, jetzt oben erstmal noch einen Schrank an die Wand dübeln. Für die Torpedos, für die restlichen. Ach ja, und das Modul habe ich jetzt auch nicht. Warte. Habe ich das vergessen? Brauchen wir wieder? Nee, da will ich nicht durch. Da will ich durch. So. Auf. Hier irgendwo noch ein Schränkchen. So,
Das ist Meinungsverstärker, heißt das. Das ist eine Abkürzung. Das sind unsere Meinungsverstärker. Und das hier, das nehmen wir das auch noch mit. Ja, ist natürlich schon wieder echt voll gerummelt. So, pass auf. 1, 2, 3. Na. Na. Achso, Moment, habe ich überhaupt genug Platz? Ja, hab ich. Man kann das Beet nicht schneiden, wenn man drin steht. So, das sollte dann jetzt aber einmal. Okay, dann nicht. Fehlt uns halt immer noch einer. Habe ich jetzt, gerade keinen Bock mehr drum zu kümmern. Scheiße. So. So, dann sind wir erstmal für. Wir laufen jetzt hier noch ein bisschen in der Base rum und so, sind wir gewappnet. Processed Resources können wir schon mal ausladen. Und zwar wäre das das und das und das. Die zähle ich da jetzt auch einfach, weil wir gerade hier sind, keine Ahnung, die zähle ich da jetzt einfach mal zu. Für organische Ressourcen habe ich gar nichts. Da habe ich das hier jetzt für, keine Ahnung, wo ich damit hin soll. Das ist aber gut, wenn man dann irgendwie anfängt, alles voll zu rummeln und die ganze Ordnung ist für den Arsch eigentlich. So, hier habe ich noch einen diesen. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Okay, die sehen auch noch alle ganz gut aus. So, und strommäßig sind wir auch gut davor. Was wollten wir noch machen? Genau, ich wollte ja eigentlich so ein paar Sachen gebaut haben. Jetzt muss ich mich nur noch daran erinnern, was ich hier eigentlich gebaut habe, weil ich ja hier so voll wichtig den, das Rezyklotron. Damit könnte man übrigens mal versuchen, glaube ich, die... Haben wir das? Wir haben ja einen Ionenöfel mitgenommen, ne? Damit könnte man ja zum Beispiel mal versuchen, die alten Energiezellen hier, die ausgebrannten Brennstäbe, die Kernbrennstäbe. Vielleicht kriegen wir das Blei ja wieder. Das wär geil. Dafür brauchen wir aber einen Titanbarren. Titanstahlbarren. 1, 2, 3, 4, 5 müssten das ja sein. Das haben wir. Und den Ionenwürfel habe ich gerade zu den Process Resources mit dazu geschmissen. Da, okay. Und dann wäre also der angesagt, warte, den, weil er ja für hier oben ist. Oder primär jetzt wäre die Idee jetzt die gewesen. Bauen wir den mal hier oben rein. Ja, das ist doch schon voll cool. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo den leeren Brennstab, den habe ich glaube ich oben in der oberen Base gelassen. Das war ja total schlau. Naja, egal. Irgendwann sind die Brennstäbe hier auch leer und dann haben wir vielleicht ein richtig cooles Feature dabei. So, das erklärt mir aber immer noch nicht, wofür ich das Dingens haben wollte. Hier kann ich mir hier auch ein Klo und alles hinbauen. Könnte ich, wenn ich denn das... Da, den wollten wir bauen. Genau, 3 Titan-Computer-Chip. Warum wollte ich die Fahrzeugerweiterungskonsole haben? Kein Mensch weiß es, weil wir sowas brauchen. Geil, habe ich gerade erst gelesen und schon wieder weg. Alter, 3 Titan-Computer-Chip-Kupferdraht. 3 Titan-Computer-Chip, habe ich jetzt 3? Ja, Computer-Chip-Kupferdraht haben wir. Ab dafür. Zack. Da. Oh, voll wichtig. Warte, da. Na. Meine Erbauerkanone hier. So, bam. Haben wir das auch? Dann können wir hier also theoretisch auch noch Sachen bauen. Und wir könnten jetzt Streifen drauf machen. Und das habe ich gesehen. Brauchen wir nicht. Machen wir nicht. Aber wir haben es da. Immer haben. Ach, geil. So, was wollen wir noch Schönes bauen? Genau, nur deswegen bin ich eigentlich hochgefahren, ne? Weil ich das Ding haben wollte. Ja, ich erinnere mich. Das hier wollten wir noch bauen. 2 Titan und Quarz. Und den komischen Kühlschrank wollen wir auch noch haben, ne? 2 Titan und Quarz. 4 Titan. 3 Quarz.
1, 2, 3, 4. Und. Und. Da. Dann machen wir mal. Was war das jetzt gerade? Kupfererz. Nochmal und nochmal. So, jetzt können wir loslegen. Das hier ist haben wir unser Büro und unser sowieso alles ist das hier unten. Da würde ich mal sagen, wenn du hier so und ich sitze hier mit, ich stelle mir das jetzt gerade vor, ja, ich sitze hier mit allen an und wir beide sind am Schnacken. Und dann wäre das doch ganz schlau, wenn ich erstmal das richtige Gerät aufstellen würde, und zwar das hier. Aber das passt nicht. Das sieht scheiße aus. Hier so. Das sieht gut aus, glaube ich. Ich auch sagen, mach mal andere Musik an, die ist scheiße. So, die Box beschallt den Raum hier. Dann Lounge Brighter. Hallo? Eine eigenwillige Platzierung, oder? Naja, egal. Die Box beschallt diesen Raum und dann haben wir natürlich, weil wir hier ja auch dann von Zeit zu Zeit mal also die Box beschallt diesen Raum. Sehr gut, haben wir gemacht. Und die Hitbox anmachen, ja, die Hitbox, Jukebox, Entschuldigung. Ja, Party People. Ich stehe doch nur hier. Schwere ich mich. Krasse Party, Alter. Wo brauche ich das denn hin? Ich hab jetzt eigentlich keinen Platz mehr. Irgendwo, wo er unauffällig in der Ecke stehen kann. Der gute Kühlschrank. Hier noch was? Hier kommst rein in die Basis und fällst direkt in den Kühlschrank rein. Geil. Das ist echt ein bisschen blöd. Da haben wir jetzt nicht wirklich noch Platz für einen tollen Kühlschrank. Ich hätte den aber so gerne. Und jetzt dahin, egal. So, schön. Tschüss hier, guck's drauf. So, dann würde ich jetzt gerne haben wollen. Ich habe übrigens über die Pflaumen. Warte mal, ich muss mal die Musik leiser drehen hier. Laut genug sein, damit sie. Ich habe über die Pflaumen gelesen, dass sie für Menschen gar nicht so lecker sind. Aber für Tiere, ob gewisse Tiere soll das eine beruhigende Wirkung haben. Stand drin. Und gelogen. Und ich mir mal so ein paar von den Notizen durchgelesen habe. Und dann Forschung, pass auf. Einheimische Lebensformen, Pflanzen, Land. Und dann haben wir hier die komische lila Schneepflaume. Und da steht tatsächlich. Nee, ist das die? Nein, das ist die Schneepalme. Wo ist die blöde Pflaume? Hallo? Wollte ich mich fertig machen? Hallo? Nein. Hä? Verwertbares. Kartoffel, Alkohol, Gesack, gekoppelt. Da! Baum. Da. Die Früchte enthalten ein lähmendes Gift, das Menschen nicht richtig verdauen können, aber bestimmte Tiere als sanftes Beruhigungsmittel wirkt. Keine Ahnung, vielleicht soll ich mal die Jungens hier, die Eispirsche, vielleicht sollte man die mal damit bewerfen. Schauen wir mal. Ich würde das immer noch cool finden, wenn man so einen Schneepirscher sich zähmen könnte. Steinbrecher. Beurteilung meiden oder mit Futter ablenken. Ne.
Den kann man da... Aha. Das ist ja spannend. Steinlaus, Parasit. Oh Gott. Allein so ein Riesenlex hier. Für nix. Läuft in der Gegend rum und leuchtet ein bisschen. Das war's. So. Geologiedaten. Jetzt gerade Uranität. Was ist denn hier? Nickel-Erz, Magnetit? Nein. Losgelöste Fraktstücke, Kyanit. War hier so ein Eintrag über diese große Brille. Da. Große Brille ist ein äußerst seltenes Material. Können wir aber leider nicht abbauen. Wie schade. Müssen im Umgebungsbereich an Beryllium und Umgebung sehr heiß zwischen und Oberfläche Hohlräume vorhanden sein. Aha. Oh, spannend. Gut zu wissen. So, es läuft wieder unser Lieblingslied. Yay! Hier fehlt niemand. Da müsste ich, wenn ich meinen inneren Monk jetzt hier raushole, müsste ich hier zwei Stück rausholen. Dann wären hier endlich wieder vier. Oh, rein und dann. So, dann müsste ich ja gleich erstmal eine Entscheidung. Alter Schwede, du bist ganz schön laut. Muss ich gleich erstmal zusammen mit dem Atomreaktor, das ist ein bisschen belastend. Bin zu laut. So, wir wollten uns vorbereiten für eine etwas längere Expedition in andere Gefilde und dafür brauchen wir, ja, was brauchen wir dafür? Das ist das Bastelmodul hier. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen werden. So. Hallo, ihr... Hallo, sag mal. So, das hier ist nicht das Frachtabteil, sondern das hier ist jetzt das Bastelabteil, ne? Genau, den Fabrikator. Schneebahn, der Seebahnfabrikator. Das ist ein Frachtabteil und das ist... Nehme ich jetzt die hintere Sektion mit? Dann schon wieder ganz schön groß, das Schiff, ne? Aber dann hätte ich ihn gleich auch mit, könnte ich ihn gleich auch. Könnte ich den Krebs auch gleich mitnehmen? Ich glaube, das machen wir. Oh, das machen wir. Habe ich ihn mit? Brauche ich ihn jetzt noch hier am Strom? Und was hatten wir hier jetzt alles reingetan? Hatten wir hier auch das Wärmeding schon mit reingetan? Nee, ne? Hier. Haben wir ihn natürlich ganz schön vollgeladen. Das heißt, uns geht natürlich wertvoller Stauraum verloren, ne? Wir reduzieren das mal um die Hälfte. Und dann haben wir das hier. Haben wir eine Reihe, haben wir voll belegt mit irgendwelchen anderen Krimskrams. Finde ich, ist vertretbar. So, dann. So ein Kühlschrank an Bord der Seebahn wäre natürlich auch noch geil gewesen, ne? Muss ich aber ganz klar sagen. Das war an dem Zyklopen total geil. Dass du in dem Zyklopen bauen konntest, kannst du alles reinbauen in den Zyklopen. Das war schon echt cool. So. Nee, eigentlich war ich da oben ganz gut aufgehoben, weil da nämlich das Torpedo-Rack steht. So, so, das haben wir. Energiezellen, bla, hast du nicht gesehen, brauchen wir alles nicht. Ich brauche jetzt auf jeden Fall was zu essen und was zu trinken. Und bei was zu trinken denke ich tatsächlich an Wasserflaschen, weil die nicht so schnell schlecht werden. Ich bin mir jetzt gerade mal überlegen, haben wir... Ja, haben wir. Hier, den nehme ich auch nochmal mit. Und hatten wir hier nicht auch noch so einen Nussbaum stehen? Wo ist der Nussbaum? Da. Die werden nämlich auch nicht schlecht. Und das ist dann echt gut. So, jetzt habe ich nicht mehr genug. So. 2, 3, 4. So. Dann behaupte ich, haben wir alles.
sind voll aufgeladen, wir haben alles gemacht und getan. Dann können wir mit der Seebahn auschecken. Also die Reihenfolge muss ja wie folgt sein. Und dann haben wir diese Folge auch hinter uns gebracht. So, haben wir das auch hinter uns gebracht. Und zwar müssen wir jetzt noch hier oben hin. Denn wir müssen erst die Abteile anschließen. Dann können wir ihn hier noch mit dran klopfen, weil die Verriegelung mit ihm funktioniert nicht, wenn die Seebahnabteile keinen Strom haben. Haben wir ja schon mal festgestellt. Ist ja auch in Ordnung. Kann ich nachvollziehen. Na. Ups. So, direkt ausgestiegen. So, jetzt haben wir hier die beiden Seebahnabteile noch rumfliegen. Und hier sind wir eigentlich komplett ausgerüstet, um ja, uns kräftig eine aufs Maul abzuholen, ne? Oder? Wie würdet ihr das sehen? Ich würde das auch so sehen. Genau, danke, danke. Okay. Ne. Okay, dann sind wir soweit fertig und nächste Folge fahren wir los. Und gucken uns nochmal an, wie wir bei den roten Kristallen weiterkommen. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.